So, liebe Freunde, heute gehen wir auf dieses Siegertreppchen. Wir sind auf Platz 3. Interplanetary von NGB. Das finde ich ganz schön erstaunlich, weil ich glaube, dieser Typ womöglich sogar das Video hier gerade guckt. Ich habe ihn auf jeden Fall schon Videos von mir kommentieren sehen. Also, ein persönliches Hi auch an dich. Danke fürs Zuschauen. Und mal gucken, wie dein Level so ist. Ich meine, wenn es auf Platz 3 gelandet ist, kann es ja wohl jetzt nicht so ein Mülllevel sein, oder? Denke ich mal. So, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So ein Weltraum-Feeling. Ich denke mal, es soll auch im Weltraum spielen. Und hier sind ungespritete von diesen Plattformen da. Das sieht auch nach was anderem aussehen. Gut. Gut. So. Soll mal einer sagen, ich merke mir meine, ich kenne meine Zuschauer nicht. So, was haben wir denn hier drin? Steh auf der Spitze oder auf der Druckplatte drauf, um die Maschinen zu aktivieren. Es wird dein Körper preparen für eine intergalaktische Reise. Was ist passiert? Was passiert mit mir? Okay, mal schauen. Wow. Clever, ich schwimme, aber in Wirklichkeit schwimme ich durchs Weltall. Also ich schwimme nicht, sondern... Ach, die darf ich gar nicht berühren. Gut, sorry. Also schwimmen ist hier jetzt durchs Weltraum gleiten. In der Schwerelosigkeit, die ich aber immer noch kontrollieren kann. Gib mir ein Power-Up. Wow, wie war denn das? Moment. Wie sind denn gerade zwei von diesen Steinen aneinander vorbeigeprallt? Oder sah das gerade nur durch Zufall so aus? Oder können die echt aneinander abprallen? Das wäre ja voll verrückt. Also wahrscheinlich für die normalen physikalischen Gesetze nicht so verrückt, aber für den Super Mario World Level doch, die prallen irgendwie... Okay, da prallt er wieder nicht ab. Ich weiß es nicht. Manchmal ja, aber manchmal nein. Boah. Aber sehr cool. Ja, ich glaube... Wow, jetzt bin ich selber schuld, weil ich hier gewartet habe. Wenn ich jetzt hier noch weiter versuche, weiterzugehen. Nee, okay, die sind solide, das heißt, ich komme da gar nicht erst durch. Gut, Checkpoint, Lava. Warum Lava? Das ist der Lava-Planet. Oh Mann, da habe ich zu lange gewartet. Ich weiß gar nicht mal, was das für Gegner sind. Ob die irgendwelche ungespalteten Geister sind? Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube nicht. Geister sind ja eigentlich schneller unterwegs. Oh, der ist tot. Ein toter Delfin. Unmöglich. Hat einen ganz schön großen Kopf für einen Delfin, glaube ich. Aber was weiß ich schon von Anatomie. So, ich mag das auch sehr mit dem Hintergrund. Es gibt ja... Oh, auch clever. Es gibt ja diese Hintergründe, wo man aber so verwirrt ist. Ist das jetzt Vordergrund? Ist das jetzt Hintergrund? Aber so wird's gemacht, Leute. Der Hintergrund, der soll so dunkel und schattierter sein. Man sofort merkt, das ist ein Hintergrund, das ist nichts zum draufstehen. Ich hab's sofort, ohne nachzudenken, gecheckt. Und so soll es auch sein. Aber manchmal, manche machen so einen Hintergrund, da weiß man gar nicht, ist das jetzt Hintergrund oder kann ich mich da hinstellen? Und dann habe ich die Kacke. So, Safe State, bevor sie abkackt. Und da bin ich tot. Seht ihr, guter Safe State. So, das hier mag ich auch mit diesem Plattform. Okay, zum Glück habe ich ja den grauen Switch gemacht. So, welcher Switch das auch immer war. Wieso der ist grau? So. Nächste Röhre, Erde. Okay, bitte halte im Kopf, dass die... Achso, oder bitte beachte die großen Asteroiden. Sie haben verschiedene Farben, aber alle von denen sind gefährlich. Muss ich mich nochmal hier draufstellen oder so? Wenn ja, kriege ich es nicht hin. Jetzt. So, okay. Ach, das öffnet auch die Tür, ne? Sonst komme ich ja gar nicht durch. Ja, gut, ich check das jetzt auch, warum ich das überhaupt machen muss. So, wow, jetzt wird's hier böse. Ich lasse den mal hierher schwimmen. Keine Ahnung, ich brauche den gerade nicht. Gut. Das sind keine Geister. Geister würden sich ja nur zu mir hinbewegen, wenn ich mit dem Rücken zu denen stehe. Ich weiß gar nicht, was das für Gegner eigentlich mal ursprünglich waren. Also bei diesen einen kann ich mir schon denken, bei den großen Steinen. Das sind diese Ketten, hier, diese Morgensternketten-Dinger. Also nicht die, sondern diese anderen. Genau die hier. Glaube ich mal. Boah, da bin ich sogar motiviert, mal die Yoshi-Coin zu sammeln, wenn die schon auf dem Weg liegt. Und das E-Auto scrollt und ich nichts Besseres zu tun habe. Boah, da wurde ich jetzt leider richtig erwischt. Ende?
Oh, kein Treffer kassiert. Yeah, cool, Party. Ich mag das auch so, wenn diese Böden so übereinander da sind. Wisst ihr, wenn da so ein Boden ist? Es dauert immer ein bisschen länger, ein Level so zu bauen dann. Wegen diesen ganzen Details, die eh nicht relevant sind fürs Level selbst. Aber es sieht immer wieder schön aus. Ja, sehr schönes Level. Hat mir bis jetzt, das sage ich jetzt nicht nur, weil diese Person möglicherweise das Video ja gucken könnte. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das drittbeste in diesem ganzen Hack. Weiß ich noch nicht, ich habe auch die anderen beiden nicht gespielt, aber auf jeden Fall ein sehr schönes und eins der besten überhaupt, die ich bis jetzt gespielt habe. So, mal sehen, was Platz 2 bietet. Auch hier, das ist auch so ein Lied, weil ich so oft als Custom Music schon gehört habe. In einer Super Mario modifizierten Version, jetzt ist das so eine Originalversion. Aber auch hier weiß ich wieder nicht, aus welchem Spiel das überhaupt stammt. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht Donkey Kong Country. Es ist so oft Donkey Kong Country und dann weiß ich es irgendwie nicht. Irgendwie kann ich mir auch nicht mal oft nicht merken, dass manche Lieder, obwohl ich die schon in Donkey Kong gehört habe, dass sie aus dem Spiel dann kommen. Manchmal, ich weiß gar nicht, bei dem Spiel habe ich so ein bisschen eine Schwäche. Was denn hiermit? Okay. Ach, das sind Geister. Trippy. Wo zur Hölle bin ich? Okay, gut. Hab eine kleine Abkürzung genommen. Kurz mal in eine Paralleldimension gewesen. Autsch. Was sage ich dazu? Ja, gut. Kein Bock auf Yoshi-Coins. Ja, das ist aber eine clevere Idee. Wir sind in so einem Baumstamm drin gewesen. So böse Lichter drin waren. Und hier sind noch mehr Lichter. Zum Glück brennen sie nicht den ganzen Wald hier ab. Toll, weil ich jetzt geduckt war, kriege ich den nicht. Diese Musik. Voll das Beatboxen. Oh, alles gut. Alles gut. Auch der Schwierigkeitsgrad ist voll okay. Alles im Bereich des Machbaren. Was beim vorherigen Level aber auch. Gut, ich bin, glaube ich, einmal vielleicht gestorben. Auch nur, weil ich doof bin. Passiert. Hey. Was soll's. So, den nehme ich mit. Als Schutz. Oh. Oh. Gott, hat gerade noch so gereicht. So, jetzt nehme ich mir noch einen mit. Oder scheiß drauf. Feuerblume. Muss ich da hoch? Wir gucken mal. Oh. Boah, die war voll versteckt. Hätte ich mir mal die Mühe gemacht, diese andere Yoshi-Coin zu sammeln, hätte ich sogar alle bekommen in diesem Level. Aber nö. Ich muss ja wieder das faulste Stück Scheiße sein. So, ich denke mal, wenn jetzt schon potenziell 5 Yoshi-Coins gewesen sind im Level, kann es nicht mal allzu lang sein. Oh, der Mondschein. Schön, wie das aussieht. Oh, das Level hat mir auch sehr gut gefallen. So, und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Subterranean Glow. Platz 1. Wieso steht da ein B? Keine Ahnung. Von Impetus Neuvern. Heißt das... Ist das ein Kerl, der unter zwei Namen bekannt ist, oder haben es 2 Leute gemacht? Ich glaube, es haben 2 Leute gemacht. Oh. Ha, das kommt nur durch den P-Switch zustande. Oh, jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Ah, so langsam kriegen wir doch ein bisschen Licht. Boah, jetzt haben wir voll die Disco-Lichter. Voll space-mäßig wieder. Hätte auch, wenn es jetzt nicht auf Platz 1 wäre, wäre es sicher in dieser Nintendo Space-Welt gelandet. Oh, jetzt habe ich... Ach so, ich muss das sowieso aufmachen. Weil da ist auch Münzen, die... Das sind Münzen, die weg müssen. Aber ich dachte auch wegen dem Licht oder so, aber passt schon. So, dann mal weiter hier. Was halt ein bisschen schade ist, ist halt, dass wir von der Musik nicht allzu viel haben, weil das halt die ganze Zeit so P-Switch-Mucke ist, überwiegend. So, und hier dann... Oder? Müssen wir nochmal... Ach, das ist für die Yoshi-Münze. Okay, komm. Scheiß auf Yoshi-Münzen. Einfach weiter hier. Da wurde ich überführt. Wird's auch wieder hell? Ja, es wird auch wieder hell. Ich dachte, das würde jetzt nur durch den P-Switch wieder hell werden. So, seht ihr, jetzt kann ich mir zum Beispiel spannen, einmal runterzugehen. Aber hier mache ich das nochmal. Mir einen neuen holen. Oh, jetzt ist es knapp. Oh, jetzt kurz. Okay. Und... Na gut.
drücken wir mal. Was soll ich sonst machen? Wahrscheinlich will das Spiel oder der, der das Level gemacht hat, oder die beiden, die das Level gemacht haben, von mir, da ich ihn mitnehme und nicht drücke. Aber ich habe ja eh noch einen. Oh, haha, noch ein Stern, der in einer anders gefärbten Box drin war. So, jetzt haben wir keine P-Switch-Mucke, sondern Sternenmusik, die ich persönlich noch ein bisschen cooler finde. Ui. Yes. Ich weiß gar nicht, was der P-Switch die ganze Zeit so bringt. Gut, da kommen ein paar Münzen bei raus. Mehr Leben, komm schon. Na, leider nicht. Ich komme nicht an diese Koopas ran. Oh, und noch ein Stern. Warum nicht? Warum nicht, liebe Freunde? So macht ein Autoscroller Spaß. Oh, scheiße. Indem ich unbesiegbar bin die ganze Zeit. So, Mr. Chuck. Wow, okay, der P-Switch ist weg. Und wir haben es geschafft. War ein schönes Level. Hat mir gefallen. Aber ich fand Platz 2 und Platz 3 noch ein bisschen cooler als Platz 1, muss ich ehrlich sagen. Aber war trotzdem ein schönes Level. So, jetzt ist die Frage. Wir haben es durch. Wir haben alles gemacht. Aber passiert jetzt hier noch irgendwas? Weil ich habe... Naja, ich habe hier jedes Level gemacht mit Secret Exit und eigentlich wurde einem versprochen, irgendein Geheimnis passiert. Irgendwas passiert hier. Aber es passiert hier gar nichts. Also was soll das? Gehen wir nochmal in diese Best World. Scheiße, ey. Was habe ich hier verpasst? In der schlechten Welt passiert auch nichts. Ich können wir vielleicht in das Haus hier gehen, meine Statistik angucken. Wow. Über 10.000 Münzen gesammelt. 191 Leben bekommen. 19 Mal nur gestorben. Ja, 19 Mal dank der Macht der Safe States. Scheiße. Wie geht das denn jetzt hier bitte weiter? Sind wir jetzt durch? Ist das Spiel vorbei? Ich sag mal so, in dieser Readme-Datei von diesem Spiel, da stand drin, ein Geheimnis kommt, wenn man jedes Level mit Secret Exit abgeschlossen hat. Aber, jetzt keine Sorge wegen Yoshi-Coins, da steht, Yoshi-Coins sind optional, die muss man nicht sammeln. Stand da drin. Jetzt habe ich jedes Level abgeschlossen mit Secret Exit, es sei denn, ich habe irgendwo eins vergessen. Aber es passiert hier gar nichts. Tja. Ja, Freunde, dann ist das echt so ein blöder Moment. Mache ich einen Cut? Oder ich mache das Video zu Ende? Oder das Video ist vorbei und wir sehen uns im nächsten Part? Das kann ich jetzt nicht sagen, ob es noch überhaupt noch ein Part geben wird oder ob wir hier fertig sind. Aber falls nicht, dann sehen wir uns nochmal wieder und dann mache ich wenigstens eine richtige Verabschiedung. Also, ich muss mal rausfinden, was hier abgeht. Ja, Freunde, ich bin nochmal durch alle Welten gegangen und natürlich die allerletzte Welt, die ich nachgeguckt habe, die dope Nintendo-Welt. Da ist ein Level, da habe ich das Secret Exit nicht gemacht. Wahrscheinlich habe ich überhaupt gar nicht mehr dran gedacht oder so. Ich habe es einfach vergessen. Und ja, ich habe bestimmt in die Kommentare geschrieben, du hast ein Secret Exit übersehen. Ja, Pech. Das ist das Problem, wenn man so ein paar Folgen mal auf Vorrat aufnimmt, da kriegt man sowas zu spät mit. So, ich bin kurz reingegangen und habe schon mal geguckt, was es wohl möglich sein könnte. Und ich habe gesehen, hier unten ist so eine Münze, bin ich hier. Dann kriege ich einen P-Switch, den ich nur kriege, wenn ich einen grünen Switch habe. Weiter habe ich noch nicht geguckt. Versprochene Sache. Weiß jetzt gar nicht, wo ich damit hin müsste. Moment, bin ich nicht wieder am Anfang? Fängt hier nicht genauso das Level an? Ja, ich bin wieder am Level Anfang. Okay, vielleicht... Wir werden schauen, was das Ding mir bringt. Vielleicht werden wir es sehen. Oh, zum Beispiel, dass ich da rein müsste. Gut, ich glaube, hier war ich noch nicht. Das ist natürlich ein bisschen her. Kann ich ihn mitnehmen? Ne, der ist böse. Scheiße, der Yoshi ist böse. Der Resno ist auch böse. Stimmt, das ist ein weird Level, wo alles eine seltsame Sache ist. Und alles mich hasst. Nur die Chucks sind so, wie ich die kenne. Nur leider auch böse. Oh, scheiße, ey, das ist voll schwer. Okay, verfolgt mich mal nicht. So, nur diese Yoshis machen echt Probleme. Also klar, es sind ungespritete von diesen gefräßigen Fischen da, die einen hinterher jagen und dann schlafen. Und das ist der böse Fisch ungespritet. Und die sind, glaube ich, normale Fische, auf dem Kopf stehende Koopas. Und die Schwanzflossen sind auch böse. Alles ist böse. Ich kann froh sein, dass der Boden nicht böse ist. So, warten wir hier noch und jetzt ziehe ich voll durch. Boah, scheiße, erwischt mich trotzdem. Jetzt aber. Oh, oh. Okay.
Ja, weiß nicht, wie ich das übersehen konnte, aber dann müsste das das Problem eigentlich lösen, weil das ist echt das einzige Level. Wirklich, ich bin durch jede Welt gegangen, hab geguckt, ob dieser eine Haken oder zwei Haken da sind. Und ausgerechnet die letzte Welt, in der ich so gucke, wisst ihr, man kriegt es natürlich erst ganz zuletzt aus. Scheiße. Oh, nach oben. Da so. Oh, scheiße, das hatte ja noch was. Ja. Bitte verfolgt mich nicht noch weiter. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, zum Glück. Zum Glück. Und wir haben's. Yes. So, was passiert? Nichts passiert. Gehen wir mal in die Overworld. Passiert hier immer noch nichts. Warum passiert denn immer noch nichts? Scheiße. Jetzt, ich habe wirklich jedes Level durchgeguckt. Jetzt habe ich alles. Versprochene Sache. Gehen wir nochmal in die beste Welt. Gibt es vielleicht noch Platz 0? Ach man, das ist doch kacke. Wieso klappt denn da bei mir nichts? Ich will die Überraschung haben. Ich will das, was mir versprochen wurde, haben. Gehen wir nochmal ins Central House hier. Keine Ahnung. Ich habe jetzt so voll happy, so voll gedacht. So, ja, das ist es jetzt. Ich lese mir jetzt nicht nochmal jeden Scheiß hier durch. Wobei, jetzt wird gesagt, ob ich schon mal versucht habe, einen Switch Palace zweimal zu besuchen. Wisst ihr was? Ich bin so verzweifelt, ich mach das jetzt. Wo ist denn hier ein Switch Palace? Da war doch einer, oder? Nee. Wo ist irgendeiner? Einer von vier. Werde ich doch wohl noch finden. Da unten gab es doch einen. Genau. Ach so, ja, ich kann hier wieder deaktivieren. So ist das. Ja, gut. Das war jetzt aber nicht das große Geheimnis. Oh, verdammt. Scheiße. Ja, jetzt hänge ich hier irgendwie wieder fest. Ich dachte, jetzt hätte ich es gelöst. Gut, holen wir jetzt nochmal in Nintendo-Welt. Gucken wir nochmal hier durch kurz. Ob ich noch ein zweites Level übersehen habe mit Secret Exit. Sonst habe ich wirklich alles nachgeguckt. Mehrmals sogar. Nein, leider alles gemacht. Scheiße, wie soll es denn hier weitergehen? In der Textdatei stand, Yoshi-Coins müssen nicht gesammelt werden überall. Und wenn das jetzt sich doch als das Gegenteil rausstellt, habe ich ein Riesenproblem, weil ich habe fast in keinem Level alle Yoshi-Coins gesammelt. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich mache noch mal einen Cut. Wenn das Video hier zu Ende ist, dann kommt ein nächster Part, wohlmöglich. Aber ich glaube nicht, dass ich glaube, ich würde noch jetzt... Irgendein Anhängsel wird gleich noch kommen. Entweder ich werde dann sagen, ja, Pech, oder ich werde irgendwas rausgefunden haben. Seid gespannt, ich bin auch gespannt. Mal schauen, ich werde jetzt versuchen, alles rauszufinden, wie ich nur kann. So, Leute, die Panik hat ein Ende, denn ich weiß jetzt, wie das geht. Wie ich hier noch weiterkomme in diesem Spiel. Und es ist eine ziemliche Sauerei und das ist eine der wenigen Male, wo ich aufgegeben habe, nicht wusste, wie es geht und mich im Internet erkundigt habe. Und zum Glück die Lösung gefunden habe, weil ihr würdet in Jahren nicht darauf kommen. Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, habe ich irgendeine Botschaft übersehen? Passt auf, wir müssen wieder zurück ins Blue Switch Palace, wo wir mal irgendwann gewesen sind. So, dann müssen wir das so halbwegs lösen, das Level. Wir müssen das Trampolin nehmen. Wir müssen den Yoshi da rausholen. Wir müssen den Yoshi da hochschlagen, dann werden wir einen Pilz kriegen. Nein, er darf den Pilz nicht fressen. Sondern wir müssen ihn fressen. Ja. Stimmt schon eigentlich. Hart gesagt, aber ja, wir fressen ihn. Dann holen wir uns den P-Switch. Ihr wisst schon, wo man ja damit hier so da, dass er aufmachen muss. Aber von wegen, wir gehen damit zurück und drücken ihn hier, wo eine Röhre auftaucht. Wir gehen in diese Röhre rein. VLDC9. Und irgendein Anime-Mädchen. Oh, hallo. Hast du jedes Exit schon gekriegt? Wenn ja, dann kannst du vielleicht weiter reisen als je zuvor. Und sag mir bitte, wie soll ich da drauf kommen? Ich kann das Level jetzt verlassen. Ich kann jetzt auch hier runtergehen und das Peacewitch House ganz normal lösen. So, gehen wir raus. Und es passiert genau nichts. Warum passiert nichts? Weil wir danach Folgendes machen müssen. Danach müssen wir... Wie soll man das von alleine rausfinden? Wirklich. Danach müssen wir nämlich in die Rakete rein. Fliegen mit der Rakete, aber die fliegt jetzt irgendwie gar nicht mehr dahin, sondern die fliegt jetzt in ein schwarzes Loch in der Mitte. Meine Prognose war übrigens richtig, dass da irgendwas in der Mitte noch ist. Und hier sind 5 neue Levels für uns. So, Brown Block Basement, Chuck and Madda, wow, Eternal Space, TM und Staff Invasion. So,
Und das machen wir dann noch im nächsten Part. Ich kann noch hier raus, glaube ich. Das habe ich so gar nicht ausprobiert. Achso, ja, ich kann nicht jederzeit wieder da rein ins schwarze Loch. So, große Kritik. Wie soll ich darauf kommen? Wieso hat man so ein Geheimnis draus gemacht? Ich meine, ich habe fair alle Secret Exits gemacht, aber dann noch so zu verstecken. Ich bin froh, dass ich das im Internet rausfinden konnte. Weil von alleine wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Nicht mal in Jahren wahrscheinlich. Also, ja, gut. Gut, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. 5 Levels noch vor uns. Bin mal gespannt, wie die sind. Haben teilweise auch Secret Exits. So wie zum Beispiel dieses erste hier direkt. Brown Block Basement von Koopsa. Hat keinen Platz, ist nicht platziert. Ich glaube, das sind einfach Leute, die noch zusätzlich was machen wollten da. Ja, bin ich sehr gespannt. Bis zum nächsten Part dann.